Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map. In der Version 1.9 ohne Gräben, ihr kennt das. Ich sag das hier immer wieder, weil es so ist, weil es die Wahrheit ist. Und ja, wir sind mitten in der Ernte drin. Hier, er hier steht ein bisschen im Weg. Den machen wir mal eben ein Stück weg, damit das hier weitergehen kann. So. Und dann lassen wir ihn da mal warten und gucken mal, ob das denn hier alles so vernünftig weiter. Und das funktioniert hier, dieser Abfahrkurs mit dem rückwärts hier ranfahren. Ist ja Wahnsinn. Ist ja cool. Ja gut, der steht jetzt hier. Klar, logisch, kein Problem. Schön. Läuft, würde ich sagen. Ja, auch gut. Alle tun ihre Arbeit. Alle tun, was sie sollen. Ist doch perfekt. MB-Truck steckt im Verkehr fest. Ja, das ist, kann er jetzt ruhig mal. Das wird sich gleich geben. Behaupte ich mal. Ja, da hinten warten sie beide. Mal, ob das jemand gerufen wird. Ja, das passt aber alles. Ist denn der andere Drescher auf dem Feld? Ach, der ist da unten ganz, da hinten. Das kann man schon gar nicht mehr sehen. Aha. Der hier ist gleich voll. Das heißt, er ruft sich jetzt den Abfahrer. Mal gucken, wer jetzt kommt. Und da fährt einer los. Und schon steht auch der MB-Truck nicht mehr im Verkehr fest. Super. Schön wäre es natürlich, wenn ich die nicht durch die Frucht fahren lassen müsste, aber so ist es nun mal. Ja. Heute ist Mittwoch, heute ist Bergfest, Hälfte der Woche rum, das ist doch schön. Das ist doch perfekt. So, ja, hat ein bisschen gedauert jetzt, bis hier der Abfahrer kommt, aber was soll's, ich will mich nicht aufregen. Alle gut. Nur hoffen, dass wir den ganzen Weizen hier überhaupt in das Silo reinbringen. Sonst muss ich noch einen großen Abfahrkurs irgendwie organisieren, der dann immer zum Hof fährt. So, wir gucken mal. So, der kann erstmal... Der kann eigentlich erstmal diesen Hopfen hier wegbringen zur Brauerei. Kommt dann gleich wieder. Hat dann eh nicht mehr genug im Hofsilo. So. Achso, nee, wollte ich hier ja gar nicht abladen. Wollte ich ja gar nicht. Wo wollte ich sie denn hinbringen? Wollte ich doch eigentlich zur Käserei bringen, ne? Fahre ich auch ziemlich Banane hier, ich weiß. So. Und da muss ich gleich erstmal gucken, wo ich denn überhaupt noch einen von den Anhängern hierfür habe. Wenn ich hier nicht immer die weiten Strecken fahre und immer nur wenig transportieren kann. Da gucken wir gleich mal in der Übersicht. Da finden wir das ja.
Das ist zwar mehr, als wir hier brauchen wahrscheinlich, aber so what. Ja, wie ich sagte, mehr als wir brauchen, aber ich lasse das mal da stehen. So, und jetzt gucken wir mal nach, wo denn die Anhänger alle sind. Ja, gerade eben war doch einer. Leuchtet's? Wo leuchtet's? Okay, der ist oben bei der Holzindustrie. Mhm. Ja, stimmt. Da ist er. Wo ist der nächste? Wo ist es aufgeblinkt? Gesehen. Aha, okay. Der steht oben bei der Zuckerfabrik. Aber wir müssen eigentlich noch einen haben da. Wo leuchtet's? Ah, okay, ja, richtig. Aber das war's auch, ne? Ja, okay, gut. Nützt nix. Naja, so, oh, wobei. Wie viel Papier, wie viel Karton kann ich denn hier gebrauchen? Wie viel ist denn das, was wir hier haben? Das ist über 50%. Ja, da reicht hier einfach, der Wagen reicht. Dann fahren wir da mal hin. Wir waren ja schon lange nicht mehr bei der Zeltstofffabrik und gucken uns das mal an. Aber die Ernte scheint ja irgendwie zu laufen. Kommen keine Hiobsbotschaften hier an. Ja. Abkürzung. Kennt ihr? Ob das jetzt so klug war, hier rumzufahren, weiß ich nicht. Aber. Ach, da vorne fährt mein. Oh. Naja, gut, ne, da ist noch. Wird denn noch produziert? Ja, wird noch produziert. Sehr schön, da können wir auch mal wieder Milch hinbringen. Wir haben ja viel zu viel Milch. Wir kürzen mal ab. Ja, ich weiß. Gehört sich nicht. Ist ja richtig. Ach Mensch, guck. Vorne läuft die Ernte. Case, naja. Moin. So.
Da sind wir. Da sind wir. Ja, war klar. Erstmal ein bisschen hier ein bisschen leer machen, damit die Produktion weitergehen kann. Oh, das ist mir auch noch nicht aufgefallen, wenn ich den jetzt einfahre. Na doch, passt so gerade. Alles klar. Jetzt steht hier erstmal ein bisschen Papier rum, ne? Und jetzt holen wir uns mal ein paar Kartons dazu. So, sollte das jetzt nicht irgendwie nach vorne schieben oder so? Naja, scheinbar nicht. So, dann kann hier fleißig weiter produziert werden. Und wir fahren jetzt wieder zurück. Käserei. So, hier ist das leere Zentrallager. Gucken, ob das dann in der Version 2 umgebaut ist von der Nordfriesischen Marsch in der 2.0. Gucken, wann die überhaupt kommt. Nein, das ist kein Druck machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn das noch lange dauert, bis die kommt. Aber so wie in den letzten Monaten die Veröffentlichungsrhythmen waren, befürchte ich, dass wir irgendwie in 1, 2, 3 Wochen hier die 2.0 haben. Das Problem ist einfach, dass ich wegen der Sommerferien ziemlich am Vorproduzieren bin. Damit ich meinen Veröffentlichungsrhythmus einhalten kann und ihr die Videos wie gewohnt immer alle kriegt. Und ja. Das heißt, es kann sein, dass wenn die Version 2 gerade dann kommt, wenn ich schon alles für die Sommerferien produziert habe, dass ihr dann irgendwie einen Monat warten müsst auf die neue Map. Aber wir werden sehen. Hey, das sind alles Spekulationen, alles nix, nicht fix. Wir werden schauen. So, wer steckt da im Verkehr fest? Um den kümmere ich mich noch eben. Ja, okay. Hinsetzen, ne?
Da sind wir wieder. Ja, muss ich mir angewöhnen, mehr so über die Karte zu machen. Wir haben so viele Fahrzeuge. Ich habe zwar auch diesen Fahrzeuge-Sortieren-Mod drin. Boah, ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wie der funktioniert. Och, nicht schon wieder. Das nervt. Oh, Leute, in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal, wenn es euch gefallen hat, dann ja, würde ich mich über einen Kommentar oder ein Like freuen. Und oder ein Abo natürlich, noch viel mehr. Und am meisten freue ich mich aber, wenn ihr jetzt Donnerstag, also morgen, zur nächsten Folge wieder einschaltet. Hier auf meinem Kanal. Oder wenn ihr mich vielleicht auch bei Facebook besuchen kommt oder bei auf meiner Homepage. So, was geht da ab? Große Kornkreisfahrerei oder was? Wollte irgendwie auch den Wendekreis von den Fahrzeugen mal höher machen. Hatte man mir empfohlen, das würde helfen. Fand ich nicht mehr immer so wie bekloppt im Kreis. Ja. Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe bis morgen. In diesem Sinn, ciao.